Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem Raki. Ja, Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich fülle mal eben meine ganzen Ressourcen hier so ein bisschen auf, ne? So, einmal trinken muss ich und essen muss ich auch. Jetzt nehmen wir mal eine ganze Menge Essen mit. Ich habe ja hier alles vorbereitet. Müsste eigentlich alles soweit fertig sein. Ups. So, genug Essen nehmen wir mit, ne? Genau, Fackeln brauchen wir auch. Haben wir auch genug, oder? Zwei Stück. Sonst machen wir noch eine neue. Ich möchte auch gerne die neuen Fackeln machen. Ich weiß, hier gibt es ja die neuen Fackeln. Dafür brauche ich aber... Hier, ich habe auch schon das Rezept. Wo ist denn die neue Fackel? Da, Brand- und Stifterfackel. Das habe ich alles. Ich brauche diese Stinkwanzenteile und Fusselseil. Ne? Die habe ich noch nicht. Die müssen wir noch besorgen. Ne? Das können wir auch zusammen machen, wenn ihr wollt. Ansonsten machen wir einfach Fackel plus. Ich brauche noch Seil. Aber ich müsste eigentlich hier in einem äußeren... Hups. Hier in einem äußeren Teil müsste ich ein bisschen Seil haben. Dann machen wir uns eine Fackel. So, haben wir noch eine. Und dann haben wir eigentlich alles, ne? Vielleicht brauchen wir noch ein paar Smoothies, habe ich auch überlegt. Können wir vielleicht auch noch einen machen. Wir haben ja hier die Rezepte Öko Power. Ich glaube, der ist schon ganz okay, der Öko, ne? Ja, Öko ist gut. Und dann vielleicht nicht mit Madenschleim, sondern damit machen wir ein paar kräftige. Stellen wir mal so. 5 Stück, ne? Müsste eigentlich erstmal reichen. 5 von diesen Teilen hier. Dann sind wir gut ausgestattet. So, jetzt geht's los. Jetzt gehen wir mal eben zum Termiten. Mal eben, ne? Jetzt gehen wir mal zum Termitenkönchen, hauen dem ein bisschen auf die Mütze. Genau. Alles andere ist ja gepimpt. Ne? Wir haben hier eine Level 8 Minzkeule, ne? Level 9 noch nicht, aber das kommt noch. Die müssen wir noch aufwerten. So, und dafür habe ich ja hier diese wunderbare Treppe gebaut und alles, diese in die Rutsche, darüber, da braucht man nicht mehr laufen. Haben wir auch schon gemacht. Jo. Kann man hier rüber gehen? Hups, kann man hier rüber gehen. Und dann ist ein bisschen verwuselt, ne? Muss man auch ein bisschen zugestehen, dass es verwuselt ist. So, rutschen wir mal rüber, machen wir das zusammen. Ich freue mich. Guck mal, dann machen wir, genießen wir die Aussicht zusammen. Und wenn wir angekommen sind, dann treffen wir uns, glaube ich, vor dem Termitenkönig und hauen dem einmal auf die Mütze, ne? Also, bis gleich. So, angekommen sind wir schon. Guck mal hier, und haben wir so eine kleine, hier oben so eine kleine Hütte, ne? Die ist ja super niedlich. Was ich auch süß finde. Und ich finde, hier sollte man doch so eine kleine Schlafmöglichkeit hinbauen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Das würde ich aber gerne noch nachholen. So ein einfaches Zelt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier hinsetzen kann. Da fehlen mir noch Kleeblatt und Sprösslinge. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, die gibt es hier unten. Kleeblatt und Sprösslinge. Ich guck mal, ob ich das finde. So auf die Schnelle. Guck mal, Sprösslinge habe ich schon. So. Ich weiß nicht, ob... Ach, guck mal, da gibt es auch Klee. Siehst du? Jetzt muss nur die Assel weg. Nicht, dass die denkt, ich würde die angreifen, ne? So. Jetzt haben wir das, was wir wollen. Jetzt haue ich wieder ab, ne? Ich wollte ja nur mal kurz hier rein. So, dann machen wir da oben so eine kleine Schlafmöglichkeit, ne? Damit wir da mal übernachten können. Finde ich schon wichtig, hier so in den, hier reingebaut. So, prima. Das haben wir gemacht. Und jetzt laufe ich mal rüber. Ups, laufe ich mal rüber. Hinten rüber, ne? Ich würde sagen, wir treffen uns vor dem Termitenkönig. Also, bis gleich.
So, Freunde, wir haben dem Termitenkönig wieder das Ding geklaut und jetzt fliege ich mal hier raus. Ich wollte ja nur den Chip mal haben und den habe ich ja auch jetzt. Sehr gut. Und jetzt haben wir im Grunde alle Chips wieder zusammen, die wir haben wollten. Und jetzt sause ich mal eben zurück zum Burgel. Das machen wir auch zusammen. Ich habe noch ein Hilfsschiff gefunden, Burgel. Hier, bitteschön. Kochbuchholzhaufen. Pooper Plates, die hatten wir noch nicht. Und Kochbuchholzhaufen, die würde ich mir noch kaufen eben. Das ist das, was noch fehlte. Da können wir hier so Puppenlederstücke machen und Puppenlederpanzer. Die brauchen wir noch, um das Ding aufzumotzen. Ne? Die fehlten uns noch schwarze Nasoff-Kinder, diese Burger noch. Die Schilder, das lasse ich jetzt erstmal. Also erstmal das Kochbuch und hier diese. Ne? So, dann habe ich, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste gekauft. Und besorgt. Neue Ideen. Schwarzer Nashorn, Käferburger oder Termitenpastete. Lecker, lecker. Ja, Freunde, dann haben wir im Grunde jetzt auch alles, was... ist das denn? Hä? Alles, was noch fehlte, haben wir jetzt besorgt. Alle Chips, alles Zeug, alles, was noch nach dem Bug Strike Back zurückgesetzt worden ist, das haben wir jetzt doch noch besorgt. Deswegen würde ich mich jetzt erstmal zurück zum Strandpalast begeben und da erstmal mich sortieren sozusagen und dann überlegen wir in der nächsten Folge, also beziehungsweise ja, überlegen wir in der nächsten Folge, was wir dann zusammen machen. Ne? Jetzt habe ich im Grunde alles besorgt. Ich habe jetzt den Termitenkönig noch nicht besiegt oder sowas. Ich wollte nur den Chip haben, bin da rein und raus. Das geht ja ganz gut, das könnt ihr gut machen. Da müsst ihr nur laufen. Ne? Wenn ihr den jetzt nicht sofort besiegen wollt, wir könnt auch erstmal eure Rüssi aufrüsten und sowas. Alles müsst ihr auch nicht sofort besiegen, den Typen, ne? Das muss man ja nicht machen. So, das ist schon mal schön. Das ist schon mal alles sehr schön. Und dann können wir jetzt erstmal so anfangen rum zu experimentieren. Und wir müssen auch dringend noch was essen. Ein paar Sachen habe ich noch mitgebracht. Die können wir hier noch besorgen. Jetzt können wir noch ein bisschen aufräumen. Können wir gerne noch zusammen machen, wenn ihr möchtet. So, da haben wir noch die Seidenseile drin. Die müssen wir noch raussortieren. Da müssen wir noch mal unsere Seilrutschenverbindungen noch mal alle checken, ob die alle gut sind, so wie wir die haben wollen. Aber ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ne? Wahnsinn. Okay, dann sortiere ich die alle raus. Warte mal, so. Und die packe ich noch da rein. Die. So, dann haben wir die jetzt auch schon wieder hier drin. Ich weiß nicht, hatte ich die nicht da auch noch? Nee, ne? Nee, aber da können wir das alles reinpacken, das und das. Säuredrüsen hatte ich hier, bin ich mir ziemlich sicher. Das Grünzeug war hier. Schleim hatten wir, glaube ich, auch hier. Diesen besonderen Schleim. Oder war der hier?
das andere Schleim. Da. Da war der Schleim. Dann habe ich hier noch Insekten. Crumple. Hier unten. Genau. Das von den Moskitos, ne? Und schon haben wir es wieder ein bisschen sortiert. Ich könnte jetzt noch ein paar Seidenseile machen, die ich in der Tasche habe. Und ein paar. Noch ein paar Seile. Die braucht man ja immer für die Rüssi. Ich mache jetzt aber nicht alle. Sonst ist alles fort, ne? Wollen wir auch nicht. So, lasse ich auch mal hier. Ach, da ist noch ein bisschen Mückenkram gewesen. Und die hatten wir ja hier an der Seite. Da. Nee, wo hatten wir die denn da? So, dann haben wir den Mückenkrempel aussortiert. Und jetzt können wir uns erstmal in Ruhe überlegen, wie wir aufmotzen, ne? Alles. Jetzt haben wir wieder genug Platz. Jetzt müssen wir eigentlich in der nächsten Folge müssen wir jetzt zu den Beeren mal wieder. Ne? Kennt ihr ja, also in die Hecke. Hier unten an die Hecke und an der Hecke Beeren sammeln, ne? Das müssen wir machen. Ja, ansonsten haben wir alle Chips, alles was noch offen war oder wieder offen war oder was auch immer, haben wir alles besorgt. Dann haben wir noch eine kleine Verbindung gebaut, ne? Von, habt ihr ja auch gesehen in den letzten Folgen irgendwie, haben wir ja hier an der Fallrohrbase, die ist hier vorne, die wurde übrigens auch angegriffen in einer Folge von den Spinnen, die ich dann irgendwie mal ein bisschen geärgert hatte. Haben die mich da angegriffen, haben die mir die Base ein bisschen kaputt gemacht, habe ich repariert, ja. Und von hier, also praktisch hier so, geht es dann so eine Verbindung rüber, ne? Also von da rüber, so ungefähr hier. Da war es ungefähr. Hier. Von da rüber zum hier. Zur Mainbase, ne? Die ist da. Da ist die Mainbase. Da ist die verrückte Maschine. Dieser ganze Bereich hier ist mein Mainbase-Bereich, ne? Und hier ist der Strandpalast. Den kann ich euch auch zeigen, aber den kennt ihr ja schon. Da bin ich ja gerade, ne? Und hier ist der neue Bereich, ne? Jetzt haben wir hier den Chip auch besorgt vom Termitenkönig. Der fand das gar nicht so toll, ne? Den haben wir natürlich jetzt noch nicht gepiept und nix. Das müssen wir auch machen, ne? Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also ich glaube, ich bin ganz glücklich so. Haben wir ganz schnell gemacht. Ich wollte jetzt auch nicht da so ewig machen. Schlafen gehen ist ein bisschen zu früh. Deswegen machen wir das in der nächsten Folge. Deswegen sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. In dieser Folge haben wir dem Termitenkönig den Bürgelchip geklaut. Wir haben die Termiten, also die Freischaltung erhalten, die noch fehlten. Hier. Ne, da fehlten die schwarze Nashornkäferbürger noch. Und Termitenpastete, die machen ein Kieselerntetempo, Graserntetempo wird dadurch stärker, ne? Finde ich auch witzig. Und dieser hier, der macht die maximale Gesundheit größer und die Schadensresistent größer, ne? Ja, da braucht man Puppenleder dafür und sowas alles. Ganz witzig. Jetzt habe ich, glaube ich, alle Menüs und alles fertig. Jetzt brauche ich im Grunde diese Holzkohletrinkflasche noch und dafür müssen wir dann wieder zurück. Dafür müssen wir die Staubmilben nämlich platt machen. Da, dann können wir dieses Fusselseil herstellen und dann können wir auch den neuen, hier die neue Fackel herstellen. Die kann ich euch auch mal zeigen, habe ich ja eben nochmal. Hier, Brand- und Stifterfackel, die ist super, weil die sich nicht abnutzt, ne? Die kann man einmal herstellen und dann hat man eine Fackel, die immer hält. Genau, dafür brauche ich aber grüne Stinkwanzenteile und das hier, ne? Brandstifterbrocken brauchen wir auch neue, die können wir auch besorgen. Also im Grunde müssen wir wieder ins neue Gebiet. Ne? Das können wir auch in der nächsten Folge machen. Oder Beeren sammeln. Oder alles auf einmal. Ich weiß auch noch nicht so klar, was wir als erstes machen. Also bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Man sieht sich in der nächsten Folge. Euer Raki. Tschüss.